So können wir jetzt mal einstarten. Ich begrüße heute Mike Heiter. Ja. Guten Freitag von mir. Hallo, schön, dass du da hallo, bist, lieber Mike. Hallo, freut mich auch. Legende des deutschen Fernsehens, würde ich mal schon sagen. Du bist ja wirklich in sehr vielen Formaten schon gewesen. Ja. Vor allem im Reality-Bereich. Ja, ein paar. Hast aber auch schon moderativ was gemacht, auch ne? Schon dann ein oder Just andere Tattoo was. Richtig, ja, Just Tattoo was. Richtig, wir beide haben uns 2021 kennengelernt. Bei Kampf der Reality Stars. Genau, Staffel 2 war eine sehr erfolgreiche. Danach gab es nämlich den Deutschen Fernsehpreis. Ja, stimmt. Beste Unterhaltung Reality Show. Also da haben wir auf jeden Fall einen guten Teil dazu beigetragen. Ja, stimmt. Genau, und ja, schön, dass du da bist. Und wir steigen auch direkt rein. Du bist, glaube ich, bei Are You The One, Reality Stars in Love. Bei Are You The One, Reality Stars in Love läuft aktuell. Da bin ich gerade zu sehen. Auf RTL Plus. Genau, auf RTL Plus. Natürlich reinschalten, ne, ist klar. Natürlich ist es klar. In Action. Dann können wir mal gucken, was da abgeht. Da geht einiges ab. Vor allem im Boomerang geht es auch ab. Wie wir gesehen haben. Aber gehört dazu. So ist das. So ist das. Wie im echten Leben. Wo habt ihr gedreht? Hä? Wo habt ihr gedreht? In Thailand. Auch in Thailand. Ja, ja. Wenn du, das will ich jetzt nicht voraufgreifen, aber wie war die Show für dich? Ist das, war das im Vergleich zu anderen Reality-Shows, zum Beispiel jetzt Kampf der Reality Stars, ist es vergleichbar? Weil es ist ja vom Format her, ist es ja schon immer ähnlich. Man hat eine Anzahl an Teilnehmern, keine Ahnung, das sind glaube ich 8 Frauen, 8 Typen, vielleicht weniger, weiß ich nicht, wie viele da waren. 10, also 20 Leute. Dann werden alle, wie in so einem Sozialexperiment, wo wir beide schon öfter daran teilgenommen haben, in ein Haus geschmissen und dann ergeben sich so ein paar Sachen durch Spiele und Challenges. Genau. Wie war die Erfahrung bei Are You The One Reality Stars in Love? Also für mich war das auf jeden Fall einer der geilsten Shows, die ich gemacht habe. So vielleicht mit die geilste Show, die ich gemacht habe. Nice. So Kampf der Reality Stars zum Beispiel, da war ja gar nicht mein Ding so. Nachher reinkommen und dann noch als Couple da reinkommen, war alles schwierig so. Ja, ich glaube, das ist war schwierig. War so mein Ding. Ja. Aber so Eyes One. 1A. Ich meine, das ist jetzt auch zum ersten Mal wieder, dass du als Single in der Show bist. Ja. Was davor auch schon lange, oder? Du warst immer, 6 Jahre. Ja, siehst du mal, du warst immer lang vergeben. Bist auch ein Beziehungstyp, würde ich mal, so habe ich dich zumindest kennengelernt und eingeschätzt. Und Kampf der Reality Stars bist du mit deiner damaligen Freundin reingekommen. Da war aber das Format, dass man eigentlich ein Einzelkämpfer bist. Genau, und das war das Problem. Wir sind da als Partner reingekommen und da hatten wir natürlich auch direkt ein Schild hinten drauf. Die müssen getrennt werden. Das stimmt, das war schwierig. Dazu ja, natürlich auch noch, ich glaube, ihr seid in Folge 5 oder 4 oder 5 oder 6. Genau, also recht relativ mittig so. Ja, und da waren halt die Gruppen, sag ich mal, schon. Ja, ja. Du weißt selber. Schwierig. Was für eine Gruppendynamik da war. Absolut. Da ging ein bisschen was. Richtig. Und da kommt man nicht mehr dazwischen irgendwie. Ja, für alle, die es nicht kennen, Kampf der Reality Stars ist ein Format, wo der Gewinner am Ende 50.000 Euro bekommen kann. Das kann aber nur eingeben und ich glaube, es sind immer 12 bis 14, 16 Leute in der Show und jede Folge werden 2 bis 3 neue Kandidaten in die Show reingebracht. Und dann gibt es natürlich auch Auswahlen. Und ja, der liebe Mike ist damals mit seiner Freundin reingekommen, mit seiner damaligen Laura, Laura Morante. Und ja, und durfte als eine Person spielen sozusagen. Das war ein bisschen schwierig. Ja, und dann sind wir relativ früh halt auch rausgeflogen. Ja, stimmt. Also war nicht so lange da. Ah, war okay. War okay. Weil die Gage hat ja gepasst, wie wir gesehen haben. Ja, du warst ja da. Ah, danke. Aber die Gage hat ja gepasst. Die Gage hat gepasst, ja. Stimmt, war ein guter Ausdruck. Übrigens habe ich ja auch da Gigi kennengelernt. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, der Gigi, das war, glaube ich, sein, der war bei Ex on the Beach, richtig? Genau, und dann da. Gigi Birofio. Das war, auch ein guter Auftritt, aber wir sind ja zusammen rausgeflogen. Weißt du noch? Ah, ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Das war eine sehr, sehr schwierige Nacht, wie hieß das? Kampf, wie heißt die Nacht nochmal? Weiß ich gar nicht mehr, warte mal kurz, wie hieß das nochmal? Stunde der Wahrheit. Stunde der Wahrheit, ja. Wie liebe Kathi Hummels uns immer durchbegleitet hat. Ja, und du hast dich ja jedes Stunde der Wahrheit gesaved. Das war auch mein einziger Grund, warum ich in der Show geblieben bin, dass ich diese Spiele gewonnen habe. Du warst ja der, da waren ja Vorurteile, die haben ja auf dich eingepasst, da jeder Neue, der reinkam, ja. André raus. Startzweit Nummer 1. Richtig. Man muss auch sagen, da ich natürlich auch schon eine sehr durchwachsene Fernsehkarriere hinter mir habe, wie du auch, wir haben alle beide schon positive und negative Formate erlebt. Ja. Ich hatte natürlich bei Kampf der Reality Stars ein Jahr, nachdem ich meine damalige Freundin zu Gast im wundervollen Sommerhaus war in Bocholt, wo du ja auch mal warst. Ja. Mit deiner damaligen, wir reden über damaligen Ängste die ganze Zeit. Ja. Ja, danach war die Zielscheibe groß, verständlicherweise. Richtig. Denn das, was am Fernsehen gesehen wurde, das war nicht so geil, muss man ganz klar sagen. Ja.
Aber auch das kann im Fernsehen passieren. Wir wissen, wie das läuft im Reality. Passiert alles. Da kriegt man manchmal schnell einen Stempel. Ja. Und da können auch gute Zusammenhänge verfälscht werden. Ja, da kriegst du auch mal ganz schnell dein Fett weg. Aber sowas von. Und naja. Dann stehst du da. Du hast ja wenigstens 50.000 Euro mitgenommen. Stimmt. Schmerzensgeld. Ja, ja. Wobei ich muss auch ganz ehrlich sagen, also Leute fragen mich oftmals, oder haben auch gesagt, ja, war das der größte Fehler? Bereust du das? Wie war das bei dir? Und ich muss sagen, letzten Endes, klar, hätte ich gewusst, in welche Bahn das läuft und wie das irgendwie ausgeht, hätte ich mich auf jeden Fall nicht dafür entschieden. Hättest du nicht gemacht? Nee. Hätte ich gewusst, dass es solche Auswirkungen nimmt auf mein Privatleben. Weil letzten Endes, wenn du in der Show bist oder auch auf Social Media, wenn du da mal irgendwie Shitstorm kriegst oder so, das ist das eine. Aber ich glaube, wenn das Auswirkungen auf dein privates Leben und wirklich im Außen hat, dann ist das schon echt heftig. Ist schon ein bisschen anders dann. Also ich weiß natürlich jetzt nicht genau, wie weit das da bei dir war, so, ne? Ich kann mir vorstellen, schon war schon... Ich muss jetzt 3 Jahre später, ich kriege immer noch Lack teilweise. Ja, ja. Glaube ich dir auch. Schon brutal. Aber im Endeffekt, so, guck mal, bei mir zum Beispiel, natürlich für mich gab es da auch Situationen, die ein oder andere, die nicht so cool war für mich. Klar. Aber ich würde das immer wieder machen, so. Ja? Ich bereue das nicht. Ja. Nee, bereuen tue ich es auch nicht. Auch, auf keinen Fall. Nur wenn ich sage... hätte ich den Ausgang gekannt oder wie es sich entwickelt, dann hätte ich mich nicht dafür entschieden. Das ist zum Beispiel auch ein Sprichwort von Dennis Rodman, den kennst du doch. Ja, den kenne ich. Der hat gesagt, ich würde sogar umsonst spielen, aber alles, was außerhalb von diesem Platz geschieht, dafür will ich Schadensersatz und dafür kriegt er seine Gage, sein das ist das. Jahresgehalt und so. Und so ist das ja bei uns ungefähr auch. So, wir kriegen ja nicht nur, um da Zeit zu nehmen, aber das drumherum, was danach passiert, das ist natürlich... Ja, das darf man nicht verkraften können. Unterschätzen. Richtig. Und bei dir wird das auf jeden Fall schon sehr hart gewesen sein. Es war sehr prägend, sage ich mal. Ja, glaube ich dir. Aber gut, das gehört auch dazu und deswegen bereue ich es auch nicht, weil ich glaube, wenn das nicht so gekommen wäre, dann wäre ich jetzt vielleicht auch gar nicht an dem Punkt, wo ich jetzt bin. Mhm. Deswegen, jetzt bin ich gesund, mir geht's gut, eine wundervolle Freundin, bin in einer Beziehung, ist alles tip. Aber macht dich ja nur stärker, wenn es klingt, ne? Das ist das. Ich glaube, das war wirklich in der ganzen Branche oder im Reality an sich, war das, glaube ich, mein mit Abstand größter Lernprozess. Das glaube ich. Glaub mal, du kommst vom Bachelor. Du kommst vom Bachelor. Da hast du eine heile Welt, es geht nur um Liebe, es ist irgendwie alles schön und positiv und wirst da gefühlt auf Händen getragen, bist auf so einer Wolke 7 und denkst dir, ja gut. Das ist so, du bist einmal in die Faust reingelaufen, so bumm. Das war, ich habe eigentlich Augen zugemacht, das war so wie, lauf mal los, mach aber die Augen zu, du kannst mir vertrauen, ich stehe da. Dann läufst du voll rein und das ist nicht nur Faust, sondern so noch so ein paar Messer und so ein paar andere Sachen. Genau. Boah, ja, schon hart. Aber hey, Schwamm drüber. Wir sitzen hier, uns geht's gut. Ja, wir können drüber lachen. Das teilweise. Teilweise. Sind natürlich auch ein paar Aktionen, wo wir... Aber ich glaube, das ist auch das Schöne, ne? Wenn du ein bisschen zurückdenkst, überleg mal, was da passiert ist. Ja, ja. Allein wenn ich mich an die Zeit in Thailand zurückerinnere, da waren schon Filme passiert. Ja, ja. Also. Boah, da saß man da immer. Ja, da war schon wild, ne? Da war... Am Pool. Ja. Da gab es ja auch bei dir so eine, war ja auch für dich jetzt auch nicht so einfach da mit gewissen Personen. Bei mir ist nicht so gewiss einfach. Bei mir gab es auch wieder auch bei Kampf der Reality Stars gab es eine Situation, wo ich, das habe ich glaube ich auch, weiß gar nicht, ob ich das schon mal geäußert habe, aber da war ich kurz davor, die Show abzubrechen und auszuziehen. Weil es in eine komische Richtung gelaufen ist. Wo andere Menschen oder Einflüsse gekommen sind, wo ich einfach Angst hatte, nach der Erfahrung, die ich davor gemacht habe beim Format, dass es wieder zu meinen Ungunsten ausgelegt werden könnte. Ja, verständlich. Verstehe ich auch. Weil wenn manche Leute, ich muss ja sagen, es ist ein Zusammenschnitt von 24 Stunden. Mhm. Und wenn andere Leute einfach aufgrund von Alkohol oder irgendwelchen Sachen einfach ihr Bewusstsein oder nicht mehr klarkommen und irgendwelche Sachen machen und dich auf einmal aufs Übelste beleidigen oder irgendwas sagen und dann nimmt die Produktion nur diese Ausschnitte, dann fragt sich der Zuschauer, was ist los? Was hat die Person gemacht? Richtig. Und das ist halt sehr, sehr gefährlich. Ja. Kann aber passieren. Kann passieren, das ist das Risiko. Das ist ja auch, die Zeit wird ja sehr komprimiert und dann kriegt man das ist auch teilweise der Bruchstelle. Aber ist unvermeidlich. Ist unvermeidlich. Muss so sein. Aber dann hast du gesagt, wenn da jetzt nur die Ausdrücke so gesehen kommen, ist das natürlich scheiße. Je nachdem, wie es halt, ne, in welchem Zusammenhang. Ja, weil, klar, selber, du hast eine Show, da wird den ganzen Tag aufgenommen, dann hat jeder Kandidat Interviews so. Dann ist es aber auch manchmal so, dass natürlich ein Interview von vorgestern gezeigt wird, weil es gerade zu der Situation passt. Also es wird ja schon teilweise gut zusammengelegt, damit es aber auch unterhaltsam ist. Ja, ja. So, und bis jetzt muss ich ja sagen, oder auch Are You the One Reality Stars in Love, das ist unterhaltsam gemacht. Und ich finde, es ist aber auch nicht, es ist nicht drüber. Mhm. In den letzten Jahren, ich glaube, wir mit unserer damaligen der Staffel, der war so ein bisschen leider ein Vorreiter fürs Negative, weil danach hat sich ja schon, glaube ich, im Reality
einiges verändert. Ne? Also aber was meinst du von Sommerhaus? Ja, weil ich glaube, es darf zum Glück nicht mehr so überspitzt und negativ gezeigt werden, weil du kannst natürlich auch durch den Schnitt, du kannst natürlich schon sehr, sehr, sehr viel machen. Ja. Gerade in negative Richtung. Ne? Ja. Mit Streit, Alkohol rein, Interviews. Oh, ihr kennt das doch alle. Oh, ihr kennt das doch alle, was da abgeht. Naja, lass uns über dich reden, mein Lieber. Ich bin sehr gespannt. Es sieht ja gerade bei I Am The One und Reality Stars in Love aus. Wenn das Interview ausgestrahlt wird, sind wir auch noch relativ aktuell. Ja. Da ging es ja schon gut rund für dich. Das Spiel ist nicht vorbei, wenn der Bauer die Dame nimmt, sondern erst, wenn der König fällt. In den ersten Folgen bist du natürlich mit Kim Virginia angebandelt. Meine Philosophie war, ich lerne jemanden kennen, gewinne Spiel, gehe Matchbox, hab meine Erkenntnis. Man weiß ja nicht, ob ich Single oder vergeben bin. Das stimmt. So.